Danke. Ihr habt das Haus Thul erneut gerettet und unser Land vor Tod und Verwüstung bewahrt. Die Fähigkeiten der Sith entziehen sich wahrlich unserer Kenntnis. Das war lächerlich einfach. Dann müssen wir uns umso mehr vor euren Fähigkeiten verneigen. Denn sie sind größer als die unserer Truppen. Die Ulgos ziehen sich zurück. Daher kann ich all meine Truppen dazu einsetzen, die Kilix zu vernichten, bis auf die letzte zuckende Larve. Meine Vorgesetzten haben nach euch gefragt. Im Haus Rist gibt es einige Intrigen. Und das bedeutet Ärger für unsere Verbündeten. Wenn es euch interessiert, haltet nach Datis Elgin Ausschau. Moff Sarek hat euch bereits empfohlen. Alles okay?
Ich danke euch allen für euer Kommen. Freunde, Familie und alle anderen. Wie ihr wisst, wollten Rehanna und ich an diesem Tag unsere Verlobung bekannt geben. Mama, was sagst du da? Es tut mir leid, Rehanna, aber es gab eine Änderung. Du Feigling! Ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Jedi-Orden. Ich habe beschlossen, meine Ausbildung im Umgang mit der Macht fortzusetzen, auf einem anderen Planeten. Es ist deine Familie, oder? Sie haben dich dazu gezwungen. Diese verdammten Organas denken, ihr seid zu gut für uns. Zu gut für meine Tochter. Das wird euch noch leid tun. Das verspreche ich. Thank you.
Alles okay? Haltet mich über alles auf dem Laufenden, Urteil. Vielleicht müssen wir eingreifen. Ah, Sith. Entschuldigt die Wartezeit. War eure Suche im Haus Alde erfolgreich? Ich habe mir schon die kühnsten Skandale ausgemalt, in die der ach so makellose Normar Organa verwickelt sein könnte. Damit sollten wir ihn ködern können. Lasst mal sehen. Bekanntgabe der Verlobung von Normar und Rehanna. Meine Güte, wie pikant. Das muss schon 20 bis 30 Jahre her sein, lang bevor ich geboren wurde. Aber eines meiner Kindermädchen hat mal davon gesprochen. Die Schwester von Lord Rist war einst mit einem bekannten Adligen verlobt, entgegen der Wünsche beider Familien. Der Feigling beendete die Beziehung jedoch. Wo befindet sich die Frau zurzeit? Was tut sie? Oh, Lady Rehanna Rist hat sich einen Namen gemacht. Das Haus Rist ist für seine gut ausgebildeten Attentäter bekannt und Lady Rist bildet da keine Ausnahme. Bekannt ist sie jedoch vor allem dafür, dass sie stur gegen eine Vermählung ist und für die Demütigungen, die all jene ertragen mussten, die um ihre Hand baten. Ist sie vielleicht noch immer in Normar Organa verliebt? Das ist nicht gerade unwahrscheinlich. Wenn Rehanna wirklich Lady Rist ist, und davon gehe ich aus, dann war unser perfekter Jedi Normar Organa ihr Geliebter. Und wenn sie Normar noch immer liebt, dann könnt ihr sie vielleicht dazu bringen, Normar nach Alderaan zu locken. Meine Worte werden süß wie Honig sein. Bitte seid vorsichtig. Die gefährlichsten Attentäter Alderaans stehen zwischen euch und Rehanna Rist. Viel Glück, Sith. Wie schön, euch wiederzusehen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss meiner Herrin Bericht erstatten. Ich hatte gehofft, euch etwas besser kennenzulernen. Hattet ihr an etwas Bestimmtes gedacht? Mein Bericht kann warten. Bestimmt kommt ihr von alleine drauf. Ich habe ein paar wirklich gemütliche Räumlichkeiten in der Nähe. Ich könnte uns etwas zu essen und Wein kommen lassen. Dort könnten wir uns freier unterhalten. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Gut. Sehr gut. Nun, das war äußerst erfreulich, nicht wahr? Doch ich sollte euch nicht länger aufhalten. Ihr habt noch viel zu tun. Danke für die angenehme Zeit. Ich bin froh, dass ihr Spaß hattet. Doch ich sollte euch nicht länger aufhalten, so gerne ich auch würde. Das hat ja ganz schön gedauert. Ist schon in Ordnung. Ich habe meinen eigenen Fremdenführer gefunden. Eine süße junge Lady, die die Tranta-Stelle säubert. Beinahe adlig, aber ohne den Gestank. Wir vier sollten zu Abend essen. Sie ist nicht der Dinner-Typ, tut mir leid. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt.
So schnell stirbt man nicht. Ah, Sith. Datis Elgin, imperialer Berater für das Haus Tuul. Ich bin froh, euch zu sehen. Das Haus Tuul sieht sich einer Krise gegenüber, die ihre gesamte Position auf Alderaan gefährden könnte. Genau wie die Position des Imperiums. Ihr werdet mir sagen müssen, was für eine Krise das ist, bevor ich irgendetwas zustimme. Das Haus Rist, die Attentäter Alderaans, ist derzeit mit dem Haus Ulgo, den hiesigen Thronräubern, verbündet. Doch es gab eine Zeit, in der Rist alles für jeden getan hat, wenn nur der Preis stimmte. Und jetzt drohen die schmutzigen Details dieser Dienste öffentlich zu werden. Das Gerede ermüdet mich. Ein ehemaliger Attentäter vom Haus Rist, der von ihnen verbannt wurde, weil er die Identität eines Auftraggebers enthüllt hat, erpresst nun das Haus Tuul. Er sagt, er würde jedes Attentat publik machen, jede Entführung, jede Hinterhältigkeit, die Haus Tuul jemals zu verantworten hatte, wenn er nicht bezahlt wird. Sagt mir einfach, wo er ist, dann werde ich ihn töten. Wenn es möglich wäre, sollte er lieber nicht sterben. Das wirft zu viele Fragen auf. Wir haben ein Treffen zur Geldübergabe vereinbart. Doch er hat einige der besten Attentäter aus dem Haus Rist angeheuert. Ich vertraue ihm nicht. Deswegen brauche ich euch. Jemanden, der stark genug ist, jeder Falle zu entgehen, die er uns stellen mag. Es wird auf jeden Fall geschehen. Dieser Mann möchte ein eigenes Haus aus Attentätern gründen. Und er hat als Bezahlung für sein Schweigen Land und einen Titel verlangt. Nehmt den Aktenkoffer und geht zum vereinbarten Treffpunkt. Wenn er die Bestechung annimmt, gut. Wenn nicht, tötet ihn. Das war ziemlich knapp. Sieh dir das an, Bruder. Ein Sith. Anscheinend ist Tuul doch nicht so blöd, wie ich dachte. Es wird ihnen nichts nützen, aber immerhin haben sie es versucht. Wenn ihr mir jetzt bitte die Bezahlung gebt. Ich gebe euch gar nichts, bis ich weiß, dass das hier kein Trick ist. Trick? Wir haben uns gerade erst getroffen und schon kennt ihr mich so gut. Ich dachte, Tuul schickt irgendeinen erbärmlichen Diplomaten, den ich gefangen nehmen kann. Für euch bekomme ich einen höheren Preis. Ich werde es genießen, euer Gesicht einzutreten. Macht euch nicht zu viele Hoffnung. Wir machen das hier schon unser ganzes Leben lang. Hör auf, Kai!
Sie ist uns überlegen und außerdem ist es das nicht wert. Die Beweise befinden sich schon auf dem Weg zum Haus Ulgo. Er wollte sie euch nie geben. Ihr werdet alle dafür bezahlen. Sam, du Idiot! Wir hätten Grafen werden können! Du hast jeglichen Sinn für Ehre verloren. Lügen und Stehlen? Ich habe geschworen, nach einem Kodex zu leben. Der Läufer mit den Beweisen bringt sie zu Ulgos Sohn Wessex. Sam, du würdest deinen eigenen Bruder betrügen? Dafür sollte ich dich töten! Verdammt, Kai. Es tut mir leid. Die Zielkoordinaten des Läufers sind in der Konsole da drüben gespeichert. Ihr könnt ihn vielleicht einholen, wenn ihr euch beeilt. Ich übernehme Kais Attentäter. Ich verspreche, dass weder ihr noch das Haus Thule je wieder etwas von uns hören werdet. Niemand betrügt mich und kommt mit dem Leben davon. Da ihr die Akten über den Attentäter durchstöbert, nehme ich an, dass das Treffen nicht gut verlief. Der Attentäter wollte mich als Geisel nehmen. Das hatte ich erwartet. Lasst kein Detail aus. Wenn Wessex Ulgo diese Beweise erhält, wird bald jedes Haus auf Alderaan wissen, wen Haus Rist für das Haus Thule töten soll und wann. Sie werden das Haus Thule nicht einfach nur verbannen. Sie werden es vernichten und jede Chance des Imperiums auf Alderaan wird mit ihnen sterben. Gebt mir einfach eine Chance, Ulgo zu finden und aufzuhalten, bevor sie die Beweise veröffentlichen. Das ist leichter gesagt als getan. Wessex Ulgo befehligt einen Trupp der besten Kommandos auf Alderaan. Sie haben sogar Jedi besiegt. Aber ihr habt vielleicht eine Chance. Ich muss euch bitten, die Beweise zurückzuholen. Schnell. Das klingt gefährlich. Ich bin dabei. Ich danke euch vielmals. Findet die Beweise und vernichtet sie. Dann verspreche ich euch, euren Lohn zu verdoppeln.
Das war ziemlich knapp. Schnell stirbt man nicht. Einen Glückwunsch, Sith. Ihr seid in mein Heim eingedrungen, habt meine Attentäter abgeschlachtet und euch einen Weg in meine privaten Gemächer erkämpft. Kann ich euch wenigstens etwas zu trinken anbieten, bevor ihr Forderungen stellt? Sparen wir uns die Getränke und ihr erzählt mir alles über diese Holo. So, so. Lasst mich raten.
Ihr habt diese Holo aus einem staubigen Archiv im Haus Alde. Sagen wir einfach, die königliche Jediheit Nomar Organa und ich sind Geschichte. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Nein, das wollen wir auch nicht. Ich weiß nicht, was ihr von mir hören wollt. Nomar Organa und ich waren verliebt. Ich bin mir sicher, er würde das als Jugendsünde abtun. Aber es ist wahr. Wir wollten heiraten, trotz der Missbilligung unserer Familien. Doch er bekam kalte Füße. Das ist alles. Warum habt ihr niemals geheiratet? Ihr denkt doch nicht etwa, ich hinge immer noch an Nomar Organa? Das ist das Gerücht, das auf Alderaan kursiert. Alderaan und sein Netz aus Gerüchten. Tut euch selbst einen Gefallen und lasst euch nicht darin einspinnen, Sith. Ihr kommt nie wieder heraus. Wie dem auch sei, warum ist es wichtig, ob ich ihn noch liebe? Ihm liegt ganz sicher nichts mehr an mir. Ihm liegt mehr an euch, als ihr denkt. Ich weiß nicht. Es ist so lange her. 23 Jahre. Schön, Ich werde ihn kontaktieren und ihn bitten, mich hier zu treffen. Doch ich werde ebenfalls dort sein. Ich vertraue euch nicht recht. Ich sorge mich nur um euer Glück. Ich hole ihn auf den Schirm. Rehanna, was für eine Überraschung. Das kann ich mir vorstellen. Nomar, es gibt etwas, worüber ich mit dir reden muss. Nur zu. Kann ich etwas für dich tun? Irgendetwas? Es ist, kompliziert. Ich brauche da einen Gefallen von dir, hier auf Alderaan. Ich hatte gehofft, wir können uns treffen. Natürlich. Ich kann in ein paar Stunden da sein. An der alten Stelle? Ja, die alte Stelle. Ich danke dir. Denkt ihr wirklich, er wird kommen? Da bin ich mir absolut sicher. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Wie dem auch sei, er hat zugestimmt, mich in unserem alten Versteck in den unterirdischen Tunneln Alderaans zu treffen. Hier sind die Koordinaten. Leider lebt seit einiger Zeit eine empfindsame Insektenspezies in diesen Tunneln. Die Killix. Ich werde euch dort treffen müssen. Sagtet ihr empfindsame Insektenspezies? Ja. Sie sind nicht bis an die alte Stelle vorgedrungen, aber doch ziemlich weit rein. Ich werde den Schutz der Schatten nutzen. Doch ihr und dieser mürrische Kerl werdet vermutlich kämpfen müssen. Ich werde euch in Kürze dort unten treffen. Sagt mir bitte, dass ihr Wessex besiegt habt. Sagt mir bitte, dass ihr die Beweise der Untaten von Haus Tul vernichten konntet, bevor Ulgo sie verbreiten konnte. Die Geheimnisse des Hauses Tul sind sicher. Niemals in meinem Leben war ich so erleichtert. Hier ist eine Belohnung vom Hause Tul. Ihr habt dem Imperium einen großen Dienst erwiesen. Ich hoffe, ihr wisst das.
alles okay? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl.